bitte. Zwei, drei Mal im Leben falsch. Hörst du jetzt auf? Hör auf. Nee, weil Katja Riemann vorhin gesagt hat, dass ich nicht dich auf deine Haare ansprechen soll, weil die irgendwie voll daneben gelungen sind. Es ist nicht so gelungen, wie du es wolltest. Irgendein Notfall ist passiert. Deine Haare? Ja? Klar. Wir müssen reden. Es ist dringend. Ja, was gibt's denn? Ich hab's zu tun. Ich möchte aussteigen. Aha. Du, die Sendung ist toll. Ihr macht echt einen super Job. Aber ich glaube, es ist einfach nichts für mich. Ich find's, ja, zu peinlich. Ist doch gar kein Problem. Du komm einfach vorbei, trinken wir einen Kaffee, essen ein Stück Kuchen, reden wir drüber. Hä? Ja, gut. Cool. Dann bis gleich. Ich denke, es ist besser, wenn er sich drum kümmert. Ruf ihn an. Hältst du das nicht für ein bisschen übertrieben? Ruf ihn an. Setz dich doch. Ich dachte, es wäre vielleicht besser, wenn wir unseren Anwalt dazu holen. Was ist jetzt? Ich möchte gerne aussteigen. Frau Roginski, da Sie, wie ich gehört habe, Ihren Arbeitsvertrag kündigen wollen, haben wir uns diesen noch einmal genauer angesehen. Dabei sind uns zufällig einige Klauseln aufgefallen, die Ihrerseits noch nicht erfüllt wurden. Hä? Was für Klauseln denn? Ich wurde freundlich von der Zirkushalle Galli-Redaktion gebeten, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Sie noch in unserer Pflicht stehen, bevor Sie Ihren Arbeitsvertrag kündigen können. Das soll mein Arbeitsvertrag sein? Ja, das haben Sie unterschrieben. Ich kann jetzt nicht einfach so kündigen? Was muss ich denn tun, damit ich hier raus kann? Zum Beispiel hier Paragraph 131. Der Vertragspartner, das wären in diesem Fall Sie, verpflichtet sich, Prominente auf einer Party zu beklauen und mindestens einen Gegenstand einzubehalten. Ja, genau. Haha. Haha. Wieso steht sowas in meinem Arbeitsvertrag? Steht da halt. Ich befinde mich hier auf der Music Meets Media Party, wo A, B, C, D, E und F Promis zeigen, dass es sie gibt. Und genau diese werde ich heute beklauen. Und ich muss mindestens einen Gegenstand mit nach Hause nehmen. Und warum? Weil das in meinem Vertrag steht. Wie dieser Punkt in diesen Vertrag reingekommen ist, keine Ahnung. Ich weiß nur eins, es wird mega unangenehm für mich und ich habe absolut keinen Bock drauf. Ich glaube, da hinten ist Regina Heimisch, aber die hätte ich echt Angst zu beklauen. Darf ich Ihnen einen Zaubertrick zeigen? Ja. Dafür bräuchte ich einen Geldschein. Super. Chanel! Oh nein, Susan! Ey! Oh Mann, du hast ja meinen Drink, ey! Dankeschön. Ich hab schon gedacht, wo ist der Himmel? Hi! Du hast was von mir! Was denn? 50 Euro! Ich hab keine 50 Euro, ich hab gar kein Geld dabei. Nein, ich hab. Was genau? Aua! Aber ich kann's ja nicht hin. Spaß, hört jetzt auf, ja? Ja. Da vorne steht irgendwie Marco Schenkenberg. Der ist ja nicht nur ein international gefragtes Model, sondern er ist auch bekannt als hohle Nuss. Look over there. Da ist hier dieser Matteo von Caccia Candela. Da versuche ich jetzt mal die dreiste Nummer. Warum greifst du mir gerade in die Hose? Das meine ich doch gar nicht. Oh, das ist aber ein schönes Telefon.
Ich bin der Pole von uns beiden, ja? Ja. Wenn einer Sachen klaut, dann ich, Fräulein. Denn ich möchte jetzt mein Handy wieder haben. Was? Nee. Jetzt meine. Wie? Ey, ich lasse. Ey. Ich versuche jetzt einfach mal die ziemlich dreiste Nummer. Ich muss nur. Darf ich mein Mikrofon wieder haben? Okay, wenn die Mutter kommt, dann habe ich Angst. Danke. Matteo von Kaiser Kadir hat seine Mutter geschickt. Ah, da hinten steht Olivia Jones. Ich leih mir einfach irgendeinen Gegenstand von ihr aus, sag, dass ich eine Anmoderation damit machen muss. Und wir gehen einfach ganz schnell raus. Aber ihr müsst dann noch botten, ja? Einfach. Darf ich deine Brüste kurz haben? Ja, ich kann da meine Brüste hier nicht rausholen. Natürlich, ist ordinär, geht ganz oder? Ich mach's für dich, ist ganz okay, einfach. Ja, ich habe extra Teppichklebeband hier. Ja, du machst? Damit die nicht rausfahren, wie bei Paris Hilton. Was sollen denn die Leute von mir denken? Nein. Ohne Brüste, die Leute denken, ich bin hier eine Lesbe, die irgendwie die Leute belästigt. Kein Problem, ich bin sofort wieder da. Ich mach nur kurz die Anmoderation da raus, ich komm gleich, ja? Dann. Leute, beeilt ihr euch mal bitte? Okay, ich mach's ganz kurz. Mission accomplished. Yes!